Ey, Mann hat Tech-Mac mit Amjas, Ibaash und Muftara. Wegen Tijara mit Inseln, Sattler und Bader. Abhängen mit Achis, Bratuchas und Habibis. Pertok hat ein paar Miskins und Pico-Steffen. Bis vor ein paar Jahren hätte kein Tobias und keine Annika verstanden, was das bedeutet. Aber wie kam es eigentlich dazu, dass deutsche Kids heute einen Remix aus unzähligen Sprachen sprechen? Und was haben Joachim Ringelnatz, mittelalterliche Gauner und Jan Böhmermann damit zu tun? Schämen! Hallo Brie! Und hör zu, es hat Tijara, Niederrad, Mysteri, Sifra, Sittler. Was für Hochdeutsch, das ist Hinterhofjargon. Check, Kopf von Lech und Traverse, Karussell. Check, parallel dazu verändert sich doch mit der Duden in diesem Land. Scheiß auf Grammatik, Subjekt, Artikel. Ich sag es, wie ich's will, deine Mutter, ich ficke. Auf der Straße wurde schon immer anders gesprochen als im Königshaus, vor Gericht oder im Parlament. Es gab sozusagen eine Amtssprache und eine, sagen wir mal, eine Otto-Normalverbrauchersprache. Ja, ne, jeder kennt diese Telefonistenstimme. Versteht man neben einem Kumpel, wenn er bei Amt anruft oder so? Ja, hallo, ich wollte mich mal melden. Ich weiß nicht, woher das kommt. Straße, Nichtstraße, Bürgersteig. Bevor Martin Luther die Bibel ins Hochdeutsche übersetzte, konnten sich die Deutschen dank der vielen unterschiedlichen Dialekte eh kaum untereinander verstehen. Und schon im Spätmittelalter entstand Rotwelsch, eine Milieusprache der Gauner und Vagabunden. Mit Wörtern aus dem Deutschen, Jiddischen und den Romanes-Sprachen, der Romnia und Sintisse, wurde Rotwelsch bis ins 20. Jahrhundert als Geheimsprache benutzt. Als Code, der für die Polizei und das Bürgertum unverständlich war. Wird auch in Frankfurt auf der Straße gesprochen. Rotwelsch. Gebabbelt. Übrigens wurde Rotwelsch immer dann besonders populär, wenn große Kriege zu Ende gingen und viele Söldner und Heimatlose unterwegs waren. An manchen Orten haben sich bis heute Variationen des Rotwelsch gehalten. In Münster spricht man Masematte, in Gießen Manisch, in Paderborn Mastbrucher Emmes und in Minden gibt es bis heute die Böttcher-Sprache. Der Mindener Rapper Curse benutzte deswegen schon vor über 20 Jahren Worte wie Chab, Chai, Latsche und Cousins. Konkret Finn aus Frankfurt, wo die Hip-Hopper schon seit den 80ern an der Hauptwache auf unterschiedliche Subkulturen und Milieus trafen, rappte sogar schon 1993. Ich bin der Chap mit der Farbe im Gesicht, die du nicht haben wirst, auch nicht, wenn du im Solarium stirbst. Mein Style ist so geil wie die Teilen in der Teilgalerie. Geil. Das Krasse ist, die Teilgalerie gibt's ja nicht mal mehr. Leider. Ja. Rap ist einfach das Sprachrohr der Straße. Und zwar nicht nur bei den Themen, die die Rapper behandeln, sondern auch in der Art, wie sie reden. In den Nullerjahren diskutierten deutsche Medien immer wieder über das Kiezdeutsch. Ein Multiethnolekt aus Großstadtvierteln, die stark von Migration geprägt sind. Also das, was man heute Straßenslang nennen würde. SprachwissenschaftlerInnen beobachten, dass sich hier das Vokabular der Umgangssprache vergrößert und die Grammatik dafür vereinfacht wird. Der Wortschatz vergrößert sich, aber für Deutsche ist unser Slang für immer dieses Erkan- und Stefan-Deutsch. Die haben einfach so zu dir gesagt, so ohne Grund. Boah, krass, ey. Konkret. Konkret. Da denkst du dir, hä? Was hab ich gemacht? Du hast ganz normal geredet. Und dann sagen die, boah, ey, krass. Mit dieser so Bewegung. Ja, ja. Hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Wo viele Menschen mit unterschiedlichen Muttersprachen zusammenkommen, bringt jeder seine eigenen Worte mit. Dafür wird vieles weggelassen, was die Kommunikation erschwert. Komplizierte Grammatik wie der Genitiv zum Beispiel. Manche Wortendungen verschwinden, Artikel und Präpositionen ebenso. Außerdem ändert sich häufig die Reihenfolge im Satzbau. Zentrale Informationen rücken an den Anfang. All das macht die Kommunikation effektiver und das Leben damit leichter. Ja, das sind ganz viele direkte Übersetzungen, ja. Satzbautechnisch oder Redewendungen. Zentrale Information am Anfang ist nicht nur eine Vereinfachung, sondern auch sinnvoller einfach. Zum Beispiel, wo ist Ali? So ein älterer Mann hat einmal gesagt, Ali, wo ist? Ich appelliere an den Duden, ändert es. Auch wenn man heute eher Fanta 4, Fettes Brot oder Die Beginner kennt, Hip-Hop wurde in Deutschland in den 80ern hauptsächlich von migrantischen Jugendlichen aufgebaut. Nur logisch, dass 1990 im Straßenslang gerappt wurde. Mein Name ist Ahmed Gündüz, lass mich erzählen euch. Du musst zurück schon zuhören, ich kann nichts, sehr viel Deutsch. Ich komme von der Türkei. 2 Jahre her, ich nicht viel gefreut, mein Leben sei nicht schwer. Mein Arbeitschef mir sagt in Kanake, ey, wie geht's? Ich sage in Assalam, doch Arschloch nichts verstehen. Aber auch typisch für SprecherInnen von Kiezdeutsch, Rapper Tacheles wechselte zur Mitte der Strophe in akzentfreies Hochdeutsch. Code-Switching nennt man das. Wir sitzen in der Bahn, da kommt ein besoffener Mann und sitzt nebenan. Der Mann sagt, du Knoblauch stinken. Ich sage nach egal. Du stinken von Terenken. Nimm mich doch beiseite, hör gut zu, was ich meine. Lass uns jeden jeder sein, lass jeden doch das sein. Man redet schon anders. Also wenn ich so einen Deutsch-Deutschen, so fang ich an zu Berlinern meistens. Da rede ich so mit den Deutschen. Aber kennt ihr dieses extra falsch Deutsch sprechen? Lass mal diese. Du weißt genau, dass nicht lass mal diese heißt. Ey, vielleicht will man sich ein bisschen von den Leuten abheben, die auf einen herabschauen, ja? Ganz ehrlich. Im Mainstream waren die Meinungen zum Kiezdeutsch gespalten. Einige SprachwissenschaftlerInnen waren der Meinung, Kiezdeutsch sei eine Art neuer Dialekt und würde bloß bestehende Tendenzen der deutschen Sprache aufgreifen und vorantreiben. Sie prophezeien, in Zukunft würde sich auch das Hochdeutsch in Richtung der Umgangssprache verändern. Andere hingegen befürchten den Verfall der deutschen Sprache. Vor allem der konservative Verein Deutsche Sprache und Politiker von CDU, CSU und AfD schlagen bis heute immer wieder Alarm.
Das fällt denen zufällig immer bei Wahlkampf gerade ein. Das ist so typisches, so ultrakonservatives Nazi-Gebubble. Es ist ja auch ein bisschen getragen von dieser Idee von Überfremdung allgemein. Ja, wenn es aus dem Orientalischen kommt, dann ist es nicht angebracht. Dann fuckt's ab. Dann fuckt's ab. Dann stört's. Ich kann es verstehen als Deutscher, dass du deine Sprache nicht verlieren willst, aber Sprache entwickelt sich halt. Reden die immer noch wie Goethe sein Großvater oder was? Die deutsche Sprache ist von Jahrhundert zu Jahrhundert verfallen, theoretisch. Also der hat sich geändert, entwickelt mit der Zeit. Da haben eure Lieblingsrapper natürlich eine klare Haltung. Höcke, Weigel, Gauland. Außer ihr wollt was Politisches, ich sag, Seehofer ist ein Opfer. Die AfD denkt, dass ich Berlin tocker. Diese Debatten fallen in die erste große Blütezeit des deutschen Straßenraps. Deswegen werden in Artikeln aus dieser Zeit auch häufig Rapper wie Bushido und Sido erwähnt. Wenn man sich deren alte Tracks heute anhört, muss man aber allerdings sagen, klar, die Sprache bei Agro ist hart, aber eher Hochdeutsch. Bushido wäre vielleicht sogar nie so erfolgreich geworden, hätte er damals so viel Slang benutzt wie Rapper heute. Medien und Politik zeichnen nämlich häufig ein Stereotyp des türkischen Machos. Gewaltbereit, kriminell und patriarchal. Gucken Sie mich bitte nicht so böse an. Oh. Ich gucke böse? Ich kriege ja Angst vor Ihnen, wenn ich daneben sitze. Die sieht in dir offenbar irgendwie eine Karikatur und eine Bedrohung. Ey, dass man da in dem Zusammenhang von einem türkischen Macho gesprochen hat in einem Zeitungsartikel, zeigt, wie scheißegal denen das ist, woher wir kommen. Diese Identitätsfrage ist egal. Ach so, ja, wir sind alle Türken. Das ist alle Kanaken, alle Türken. Was willst du dagegen machen, außer, hä, ist gar nicht so. Und Ausländer-Slang war im Mainstream oft nur dann zu hören, wenn man sich darüber lustig machte. Comedians wie Kaya Yana, Erkan und Stefan und Mundstuhl brachten ihr deutsches Publikum mit erfundenem Türkenslang und rassistischen Stereotypen zum Lachen. Hey Tarkan, gebe ich dich Tipp? Hey, brauchst du ein Gesichtsmorphi? Guten Morgen. Ich hätte gern ein Nummer. Ich mach Auszubildung zu Groß- und Einzelhandelkauffrau, oder wie der heißt. Über einen Kulturkreis, wie er redet, und lachen die darüber. Diese Leute haben der Community mehr geschadet, als dass sie Gutes für uns gemacht haben. Hey, weil in der Süddeutschen Zeitung kam ein Artikel vor 2 Wochen oder so über Neukölln. Titel, was guckst du? Junge, es ist 25 Jahre her, komm drüber hinweg. Unsere Künstler Olex, der hat ja ein Lied mit Vanessa Mai gemacht, also einer berühmten Schlagersängerin, und er hat einen Hip-Hop-Part gemacht. Das war so ein Crossover, ein rap-lastigeres Lied. Mhm. Und damit ist er aufgetreten und dann hat die gute Barbara ihn so in alle Erkan und Stefan-Manier angesagt, so, boah, krass, ey, irgend sowas. Die haben uns die Türen auf jeden Fall noch ein bisschen mehr zugemacht. Da würde man am liebsten umdrehen und wieder nach Hause gehen. Wo wohnt sie? Ist sie einmal auf die Straße gegangen? Wohnt sie in Isolierhaft? Also so. Ich denke mir so, das kann doch nicht sein. Einer der ersten, der auch arabische Wörter in deutschen Rap-Texten verwendet hat, war Massiv. Alhamdulillah, mir geht es gut. Hänge mal noch ab mit Charous aus Beirut. Er hängt übrigens immer noch ab mit Charous aus Beirut. Das hat mich damals sehr, sehr, sehr hart gecatcht, auf jeden Fall. Das hat natürlich voll viel Anklang gefunden auf der Straße, dieses Alhamdulillah, dieses Mahmoud, einfach nur dieses Aussprechen von arabischen Worten hat funktioniert. Es spricht das nähere Familienumfeld an. Richtig, also, jawohl. Was man aufgewachsen ist. Jeder, der so viel sich mit Massiv befasst hat, weiß halt, wer redet halt so. Im Video trägt der Tüte von Mutter gegangen. Von Einkaufen und so. Er ist ins Herz gegangen. Ja. Dass heute auch Akademikerkinder und ZDF-ZuschauerInnen wissen, was Tijara, Walla und Para bedeutet, ist vor allem drei Rappern zu verdanken. Chelo, Abdi und Haftbefehl. Vor etwa 10 Jahren haben die den Frankfurter Straßenslang in den Deutschrap-Mainstream befördert. Und in der Konsequenz auch ins Feuilleton, ins Fernsehen. Ich möchte gerne wissen, wer der Babo ist, wenn wir wissen, wer der Babo ist. Und ins Wörterbuch. Ich habe auch nur die Hälfte verstanden, ich sag dir ehrlich. Also, der ist schon sehr krass mit seinem Slang, ne? Wir waren ja in Artikeln drin, so, oh, wie reden die denn, exotisch und so. Und dann, also 2, 3 Jahren haben wir alle so gerappt im Endeffekt. Dann warst du nicht mehr exotisch, da warst du alltäglich. Vor 20 Jahren war noch Kanakensprache, jetzt Jugendsprache geworden. Weil ja auch in Rap dann viele sich dann auch an diesen Wörtern bedient haben. Dieses Wort Tijara, ich habe mich gar nicht mehr getraut, das zu sagen, es war so ausgelutscht. Dabei gab es gerade zu Beginn auch echt noch viel negatives Feedback. Sie sind neidisch, wollen mir kein Erfolg gönnen. Sag nicht mal einen Abschluss, der soll erstmal Deutsch lernen. Man kann sich gut vorstellen, dass der hessische Sprachmix für ein breites Publikum erstmal recht verwirrend war. Le Macro. Macro ist Mercedes. In Frankreich sagen die zu Mercedes Macro. Allein in der Line stecken Deutsch, Arabisch, Französisch, Englisch und Slangwörter aus dem kriminellen Milieu. Du musst es ja nicht mal verstehen, um es zu feiern.
Das ist ja das Gute an Rap einfach. Und Chelo rappt in seiner Strophe vom Pitschka und Chivato. Das 069. Versteht man aber nur, wenn man im Bahnhofsviertel zu Hause ist. Chivatos Verräter kennt jeder. Du musst nur Blatt in Blatt out rausgeguckt. Zum Glück hat sich das Duo Numero Uno auf seinem zweiten Album die Mühe gemacht, den Hinterhof-Jargon auch für Hans und Franzi verständlich zu erklären. Chelo Glatzkopf, 385 meine Hood, Hinterhof-Jargon, vierter Endstadtbezirk. Sei jetzt still, setz dich hin, erste Lektion, Verräter ist Chivato, also Hurensohn. Ab die AKA, Oberstudienrat, bringt euch Slang bei, dir nennt man Tijara. 00 ist Baba Bies aus Kitama, Koks ist gemeint, wenn ich Flex in meinen Liedern sag. Das ist Berbisch. Tijara ist aus dem Arabischen. Mystery ist auch ein osmanisches Wort. Echo Fresh hatte sogar schon ein Jahr vorher den Song Türkenslang veröffentlicht. Der Türkenslang, Lan bring mir bei. Hallo, ich will Tee, heißt der Lan bring mir Chai. Straßenrap war für Mainstream schon immer ein Fenster in eine Parallelwelt. Die Aslaks waren besonders authentisch, weil sie aus dieser Welt in ihrer eigenen Sprache berichteten. Haftbefehl hatte auch gleich einen Namen für den Slang parat. Was ist kein Deutsch, was ich mache, ist kanackig. Richtig reclaimed ist es dann, wenn es in der Mehrheitsgesellschaft keine beleidigende Wirkung mehr entfalten kann, weil alle sich so nennen. Mit dem Begriff kanackisch eigneten sich die Rapper eine rassistische Fremdbezeichnung an, machten sie zum eigenen Image und definierten direkt ihre eigene Zielgruppe. An alle Chabos, an alle Aslaks, an alle Hos, Chalas und Kachbas. Dass sie sich Aslaks, also asoziale Kanaken, nannten. Ist ein türkisches Wort, oder nicht? Ich weiß nicht, Anna, ob das von Deutschen gegen Ausländer sind oder unter Ausländern unter Ausländern. Wir sind abgegangen, wenn jemand uns Kanake genannt hat. Wenn es im richtigen Mund ist, ist es was anderes, als wenn es jemand mit Hass sagt. Du kannst mit Liebe sagen. So. Wir haben uns den Begriff zurückgeholt und das ist krass. Und die haben da schon auch sehr viel zu beigetragen, dass das so Teil der Identität geworden ist. Und Haftbefehl von sich als Aslak-Stereotyp sprach, machte deutlich, dass sich die Straßenrapper der Vorurteile bewusst waren. Sie spielten mit den Bildern, dass ihnen die deutsche Mehrheitsgesellschaft als Kinder von Migranten zusprach. Durchaus erfolgreich. Haftbefehl, Chelo und Abdi wurden zur Blaupause für modernen deutschen Straßenrap. Und Ende 2012 hatte Haftbefehl mit Chabos Wissen, wer der Babo ist, den großen Hit, mit dem sein Straßenslang auch all diejenigen erreichte, die sich vorher nie für Rap interessiert hatten. 2013 wurde Babo dann auch gleich zum Jugendwort des Jahres gewählt. Deutscher Straßenrap erlebte seine zweite Blüte. Wohin man auch schaute, gab es neue Artists, die real waren und sich ebenso real ausdrückten. Schwester Eva beispielsweise brachte einige Begriffe aus dem Rotlichtmilieu rein. Blasen, seit die Kurva Rap, was für Streckmittel ich versetz, pures Flex. Auch Hatar und Zio aus Bonn prägten die Jugendsprache mit Slang, der viral ging. Es ist zu wild. Hawal, gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ich geb keine Hand. Ich trage Mantel. Außerdem vermischte sich hier Straßenslang mit lokalen Eigenheiten wie der Bonner B-Sprache. Hallo, Sibio. GB-Fong, was geht? Bruder, ich bin gefilmt. Wo bin denn? Direkt neben mir. Wo bin denn, Bruder? GB-Fong. Du bist ein My Beaster im Blabi, sind bei Kevin X und Taubistein für Bin Wahabise gegen deine RB Max. Ja. Der Dichter Joachim Ringelnatz hat schon 1928 ein Gedicht in B-Sprache geschrieben. Ich, Habibe, Dibisch, Lubi, bitte, B. Eigentlich ist das wie Rot, welche eine Geheimsprache. Muss ja nicht jeder Bobille mitbekommen, wenn Sio und Co. über Pabix, Kubiks und Nobitten reden. Gerade am Telefon, nicht wahr, Pascha? Hallo, ich bin's. Am Handy red ich wie bei Sims. Genau. Solche Codes gibt's seit vielen Generationen auch in Pariser Banlieues, wo Jugendliche neue Wörter formen, indem sie Silben vertauschen. Verlan heißt das und kommt von Langue à l'envers, umgekehrte Sprache. À l'envers heißt umgedreht. Verlan ist umgedreht, umgedreht, dreht um. Du nimmst diese erste Silbe oder die ersten zwei Silben und drehst das um. Zum Beispiel auch in meiner Heimatsprache, das ist Shatrovatschki. Das ist auch so eine Räubersprache. Zdravo, Bozdra. Also du nimmst diese erste Silbe oder die ersten zwei Silben und drehst das um. Die sagen nicht Polizei, die sagen Zeipoli, Lispo. Yusef, Sefju, Poker, Kerpo. Rimka, Karim. Ähnlich machen das Kids in Belgrad, Zagreb und Sarajevo. Und auch dort werden Wörter aus der Romanes-Sprache benutzt. Außerdem hat jede Gegend eigene Begriffe, von denen man vielleicht gar nicht mehr so genau weiß, woher sie eigentlich kommen. Wo kommt das jetzt her, Sumi? Warum sage ich das? Du kennst das ja, man hat so im Laufe des Lebens immer so ein paar Begriffe mit sich aufgeschnappt und dann, keine Ahnung, automatisch wird das so zu deinem Jargon. Und aber jetzt wieso, weshalb oder woher, die Entstehung des Begriffs, keine Ahnung. Also, aber das sagt man so halt auf jeden Fall. Etymologien oder her, fest steht, Straßenrap-Slang ist ein Ausdruck eines ganz bestimmten Milieus, das von der Gesellschaft ausgegrenzt wird. Ja, aber es findet auch eine Inklusion statt. Nicht nur von außen, sondern auch man selbst hat sich ein bisschen isoliert und selbst empowert. Es gibt auch Banker, die sagen, tschabba, was geht. Und von ihrem Dealer gelernt.
Nenn es, wie du willst. Kiezdeutsch, Ausländerdeutsch, Kanaksprach, Straßenslang, Hinterhofjargon oder Kanakisch. Für viele Menschen bedeutet diese Sprache nicht bloß effiziente Kommunikation, sondern auch Heimat. Untereinander erkennt man einfach, wer ein Echter ist. Es ist eine Heimat, die sonst oft verwehrt bleibt. Egal ob als angeblich Fremder in Deutschland oder als vermeintlich Deutscher in den Herkunftsländern der Eltern und Großeltern. Zu Hause ist, wo Leute sprechen wie ich. Heimat ist halt, wo man sich nicht erklären muss, sondern wo es irgendwie klar ist. Dicker, Sprache macht viel. Das ist ja auch ein bisschen wie Personalausweis. Du merkst direkt, wenn die Frankfurter Jungs quatschen oder wenn die Berliner Jungs quatschen. Die Art und Weise, wie wir reden, ist einfach anders. Ich habe keinen Vorurteil. So, außer wenn du Sächsisch sprichst, denke ich manchmal, du bist ein Nazi. Ja, aber so ist das. Ja. Vielleicht haben wir alle ein bisschen unsere Vorurteile. Vielleicht müssen wir alle daran arbeiten. Genau deswegen ist es auch ein bisschen schwierig, wenn privilegierte Rap-Fans den Jargon einfach übernehmen, ohne sich damit auseinanderzusetzen, wo er eigentlich herkommt. Klar, manche Herkunftsdeutsche sind genauso auf der Straße aufgewachsen wie ihre postmigrantischen Freunde. Auch irgendwie geil, dass ausländische Wörter und Redewendungen ihren Weg in die deutsche Umgangssprache gefunden haben. Aber Jan Böhmermann beispielsweise musste sich schon viel Kritik anhören, weil er den Straßenslang als Gimmick für seine Comedy benutzt. Achtung, muck nicht, sonst hol ich Polizei. Fährt mit Limousine bei dir zu Haus vorbei. Es ist die Sprache einer Klasse, der wahrscheinlich niemand so wenig angehört wie Jan Böhmermann. Er kann das nicht und man hört's raus, weil die Attitude dahinter nicht stimmt. Wir sind so aufgewachsen, Dicker. Was soll ich dir sagen? Man kennt es einfach, man fühlt es, ob es echt ist. Man merkt es einfach. YouTuber wie Fresh Torge schminken sich mit dunklem Make-up einen Migrationshintergrund an, äffen rassistische Stereotype nach und stellen pauschal Straßenslang mit Dummheit gleich. Das ist zu schwer, Junge. Woher sollen wir das wissen? Wir sind kein Politisten. Wir sind kein Politisten. Genau, wir sind kein Politisten. Ich finde das heftig asozial. Und ich kann nicht kapieren, wie die Leute, die keine Ahnung, sich über jeden Scheiß aufregen, den noch gewähren lassen, ja? Ich finde jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, Rassist, irgendwas. Ich fühle mich da nicht getriggert oder so. Ich finde einfach nicht lustig. Wer das Video guckt und sagt, boah, solche Menschen sind wirklich in der Gesellschaft voll traurig, wähl AfD und geh einfach. Das ist das Pendant von, du siehst einen arabischen Mann mit Turban, du denkst an Taliban. Und dieser Typ mit 5 Millionen Abonnenten malt halt das Bild von der dummen Kanakenfrau. Steht dann halt unkritisch einfach da. Was stellst du dem entgegen? Diese Idioten gibt's einfach. Wir müssen auch mit denen klarkommen. So, oder auch nicht. Drauf geschissen. Währenddessen drucken CDU-Politiker Haftbefehl-Zitate auf Wahlplakate. Und herkunftsdeutsche Mittelstandskids reden von Schabos und Shababs, um cool zu wirken. Vielleicht einfach, weil sie ihre Stars nachahmen wollen. Für viele hat Gangster-Rap auch etwas Exotisches, das vielleicht interessanter erscheint als die eigene privilegierte Identität. Vielleicht hat die Faszination auch was mit Voyeurismus und ein bisschen Grusel zu tun. Alle diese Leute haben eins gemeinsam. Viele profitieren vom Slang der Straßenrapper, ohne die entsprechende Sozialisation vorweisen zu können. Und wenn es nicht mehr angesagt ist, so zu reden, hören sie halt einfach damit auf. Wie ein Kostüm, das man ablegen kann. Währenddessen bekommen Kinder aus GastarbeiterInnenfamilien auch in der zweiten, dritten oder vierten Generation Probleme auf dem Arbeitsmarkt, der Wohnungssuche oder beim Behördengang, wenn sie kein perfektes Hochdeutsch sprechen. Wer sich über das vermeintlich falsche Deutsch lustig macht, vermittelt manchmal den Eindruck, als würde sie die wirtschaftliche und soziale Diskriminierung von MigrantInnen und deren Nachkommen überhaupt nicht jucken. Vermitteln manchmal den Eindruck ist noch zu nett gesagt, das juckt die halt nicht einfach. Ich denke nicht, dass es böse gemeint ist oder rassistisch, er hat aber den Vorteil natürlich, dass es ablegen kann. Sei ihm gegönnt! Was dagegen hilft? Reflexion und Empathie. Denn die deutsche Jugendkultur, sogar die deutsche Popkultur wurde von Menschen mit Migrationsgeschichte geprägt. Respekt gegenüber dieser Historie bedeutet, sich gegen Rassismus und Klassismus stark zu machen, statt Witze darüber zu reißen. Das Problem ist nicht Klassismus im Sinne von, dass die unteren Klassen gemein behandelt werden. Das Problem ist, dass es überhaupt Klassen gibt. Leute, die tatsächlich aus einer Unterschicht kommen, die Probleme haben, auf deren Kosten machen andere aus einer gut gesitteten Familie Profit, könnte man so sagen. Ja, das sind die Dummen aus dem Armenviertel und die sind da, weil die den Arsch nicht hochbekommen. Weil guck mal, ich rede auch so, aber ich bin angekommen. Die wissen aber nicht, dass wenn sich einer bewirbt, der von daher kommt, wo wir herkommen, vielleicht allein schon aufgrund der Adresse Bewerbung zusammengeknüllt wird und in den Papierkorb landet. Im Endeffekt siehst du ja anhand der Kommentare dann, dass man ja recht hat, dass es so ist, dass die Leute das nicht verstehen und dass dann noch so ein Spruch kommt wie Hauptschüler, also du willst jemanden wieder in eine Ecke tun, der jetzt nicht gebildet ist. Intelligenz hat Ebenen, Formen, so. Ist egal, ob du weißt, wann der Zweite Weltkrieg angefangen hat. 1. September 1939. Und bitte verstellt euch nicht für ein bisschen Cloud. Ihr seid doch gut, so wie ihr seid. Tamam? Schreibt mal in die Kommentare, welchen Hype sollen wir als nächstes machen und habt ihr schon mal Jarak gegessen? Nein. Sagt er. Da gibt's doch einen so Tagesthemensprecher, der hat doch gesagt, gell?